Jo Leute, was geht und willkommen zurück zu Uncle Dawn, Leute. Ja, letzte Folge sind wir hier stehen geblieben. Wow, schon besser. Ja, mal schauen, wie es weitergeht. Wir sind jetzt in diesem Sanatorium. Oha. Wolf. So eine Scheiße. Schlüsselkarte. Alter, what the fuck, was geht ab? Edmund. Ah, hier ist offen, ja genau. Was ist das? Sieh mal an. Black Hook, ein Sanatorium. Okay. Geh mal hier rein, Admin. Alter. Junge. Wolf, bleib. Du bist klar. Nein, ist hier noch was? Gefühlt, dass diese Wölfe gleich kommen. Kamera. Kaputte Kamera. Okay, dann gehen wir weiter. Warte, ich kann einfach von links die ganze Zeit die Wölfe hören. Boah, Digga. Nach unten oder hier? Wir gehen zuerst mal hier lang. Ich hoffe, wir können gleich noch einen anderen Weg nehmen. Das ist fabelhaft. Verschwörung am Blackwood Mountain. Okay, ihr könnt ja auf Stopp klicken, wenn ihr das Ganze lesen wollt. So. Dann könnt ihr gerne auf Pause drücken. Leute. Aha, das war alles, okay. Dann geben wir jetzt den anderen Weg. Hier ist noch was. Boah, eine Ratte, Junge. Mal gucken. Eins, die wollte mich beißen. Das hätte ich Dr. Brown melden. Ich, was geht hier ab eigentlich? Ich sag nicht, wir sind jetzt dort nach unten. Aber es scheint so. Okay. Oh ne, dunkel. Ich sag nicht, da unten ist ein Wolf. Oder beide. Noch besser. Oh Scheiße. Krass. Nimm das mit.
Moment, Moment. Man kann da geradeaus oder hier. Lol. Du, da muss los. Was war denn hier los? Alles da ist hier. Hallo, Mike? Okay, da kann man. Da gibt's nichts mehr. Okay. Dann gehen wir. Da lang? Da geradeaus. Nee. Wirklich. Da auch noch. Das ist was. Wie viele Tage werden sie uns hier festhält? Wer würde denn? What? Alter, was geht ab? Okay, okay. Ich will raus aus diesem Sanatorium. Jetzt ernsthaft. Schatten eines Wolfes. Hey, wir würden hier keine Presse wollen in diesem. Ja, Paradies, genau so kannst du es nennen. Genau. Bist du dumm? Das ist doch kein Paradies mehr, Junge. Nein, nein, Alter, ernsthaft. Voila. What up? Was geht hier ab? Was ist mit dir, Kumpel? Ja. Yeah. Was haben die mit dir noch gemacht, ne? Das? Auf der anderen Seite? Ja. Ja, Leute, eine Frage. Was möchtet ihr als nach Anteldorn sehen? Das ist eine Falle. Das ignorieren wir zuerst mal ganz schön. Und sonst gehen wir gleich nochmal dahin. Das sieht mir nach einer Falle aus. Und ne. Das wird ja hier immer besser. Seltsamer Schädel. Bruder, muss los! Ha! Geil! Ein seltener menschlicher Kopf. Ja. Alter. Guck mal, dass diese scheiß neuen Dinge weg sind. Nee, Alter. Was ist das noch? Ah ja, der den Schweinekopf mir gefunden habe. Ah, das. Ja, ja, die Drohung. Aber. Digga. Bruder. Soll das ein Witz sein? Ich brauche jetzt deine verdammte Schlüsselkarte. Leichenzahl oder was? Hör auf! Nein! Hör auf! Mach das nicht! Spawn, 24. Februar 1952. Beschreibung: Angriff durch Insassen Türkei. Schon am Hals. Okay. Fuck.
Wow. Digga, was geht ab? Zusätzlich anmerken, die Leiche wurde erst 6 bis 8 Stunden nach Eintritt des Todes gefunden. Teile der Gedärme und Nieren wurden anscheinend vom Angreifer gegessen. Boah, was? Bruder! Was? Oh ne. Der hat ihn gleich auf. Scheiße, ist das krank? Ja. Wirklich krank. Schlusskarte. Okay, sehen wir mal. Ich glaube, ich lasse diese Hand schön hin und her wackeln, dass das doch irgendwie nicht fällt. Das lasse ich mal. Was, die Folge geht erst 10 Minuten, ist mich verarschen. Nimm die mit! Ah doch, du denkst dran, Michael. Schön. Oh Bruder, wo bin ich jetzt hier gelandet? Nee, Bruder muss los. Oha! Genau um dein Leben, Junge. Mike hat die Leichenhalle erreicht. Ah, das war die Leichenhalle. Ach du Scheiße. Schmetterlingseffekt schon wieder. Mike hatte weiterhin eine brauchbare Machete. Was ist das für ein Typ, Junge? Das ist der, wo uns die ganze Zeit verfolgt, ey. Das könnte noch gut sein. Was für ein reizender Psychobau. Boah, ey. Wir fast in die Hose geschissen jetzt gerade. Runter mit dir, Mike. Der andere Wolf, der wartet doch nur drauf, uns zu fressen da drin. Kannst du mir sagen, was du willst? Der ist doch noch da drin. Der beste Freund eines des Menschen. Ah, Mike hat den Wolf nicht getreten. Kaspar. Kaspar. Bruder. Komm schon!
da rutscht es runter. Okay. Gut. Wenigstens haben wir eine Knarre. Alter, was ist das alles hier? Was für ein Freak. Alter. Exit, ja, aber jetzt geht noch richtig viel kurz. Mich noch mehr. Die besser umschauen. Zum Beispiel, die hätte mir jetzt verpasst, wenn wir jetzt raus wären. Vielleicht kann ich so ja die Wölfe besänftigen. Oh, nice. Wow, was war das? Zigarrenversteck. Ist krass. Schmetterlingsverfügung. Pike hat einen Freund gewonnen. Ach, geil! So, ab jetzt geben wir wirklich raus. Da haben wir, glaube ich, wirklich alles gesehen. Oder was ist hier noch auf dieser Seite? Nee, da ist doch nichts mehr. Nee, wir gehen raus. Wir gehen. Ich habe das Gefühl, dass das wir wiederkommen werden. In dieses Sanatorium. Ich weiß nicht warum. Mal gucken. Mike! Hast du einen Vogel oder so? Moment, da geht's sicher raus dann. Ah, da ist eine Absperrung, okay. Perfekt. Ja, Moment, bevor wir hier gehen, was ist hier noch? Ich will nicht etwa ein Totem übersehen, also. Ah, können wir gar nicht. Ja, moin, okay. Perfekto. Ja, wie sieht das aus, Digga? Ich will hier raus! Ich will raus! Das ist nicht eine gute Idee. Junge, das geht gleich in die Luft. Ja, genau wegen dem. Ja, genau. Der hat die Tür verriegelt.
nice. Leute, wir machen hier in der nächsten Folge, wenn der Fans euch gefallen hat, Daumen hoch, lasst ein Abo da und sonst bis zum nächsten Mal. Ciao.